liebe Fotofreunde. In den letzten Videos habe ich schon erzählt, dass es mir als Berufsfotograf besonders wichtig ist, dass ich alles manuell einstellen kann. Aber was kann man im Prinzip alles manuell einstellen? Ja, es geht einmal um die Lichtmenge. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, die Verschlusszeit zu verlängern oder zu verkürzen. Und je länger ein Verschluss offen hat, umso länger kann Licht auf die lichtempfindliche Ebene treffen. Das kann langsam und lange dauern und das kann sehr schnell gehen. Das heißt, man kann aus der Hand mit einem 50 mm Brennweitenobjektiv so circa bis zu einer maximal 30. Sekunde ohne Verwackelungseffekt auslösen. Das heißt, wenn man auf der sicheren Seite sein will, nimmt man eine 40. oder eine 50. Sekunde. Das ändert sich aber dann mit längeren Brennweiten. Wenn ich ein 600 mm Teleobjektiv habe, dann ist natürlich die kleinste Bewegung des Fingers schon wiederum eine Möglichkeit des Verwackelns im Bild. Und es können auch Bilder mit Bewegungsunschärfen sehr nett sein und sehr schön aussehen. Allerdings, wir wollen es nicht ungewollt erzeugen. Man kann über den Daumen gepeilt sagen, wenn man spielende Kinder auf der Wiese aufnimmt, dann würde man schon zu einer 125. Sekunde greifen. Wenn man einen laufenden Windhund horizontal aufnehmen möchte, 250. Sekunde und bei schnell fahrenden Autos wahrscheinlich eine 500. Sekunde, um alles einzufrieren. Nun, wenn wir aber natürlich die Verschlusszeit verringern, umso weniger lang kann Licht auf die lichtempfindliche Fläche kommen. Was wir auch einstellen können, ist die Blende. Die Blendenöffnung kann entweder ganz, ganz klein sein oder sehr groß sein. Je größer diese Blendenöffnung ist, umso mehr Licht kann in dieser Verschlusszeit auf die lichtempfindliche Fläche treffen. Die dritte Einstellungsvariante des sogenannten Lichtdreiecks ist die Lichtempfindlichkeit, die in ISO gemessen wird. Eine geringe Lichtempfindlichkeit wären 50 ISO, 100 ISO oder auch noch 200 ISO und ab 400 ISO spricht man schon von höheren Lichtempfindlichkeiten. Wobei man aber auch aufpassen muss, dass wenn man die ISO sehr, sehr hochschraubt, dass es dann zu dem Rauschen im Foto kommt. Das heißt, dass dann die einzelnen Elemente, die das Licht empfangen haben, dann ausstrahlen auf die Nachbarelemente, auf die anderen Pixel. Und das merkt man dann als unschönen Effekt im Foto. Moderne Kameras hingegen können aber trotzdem bis 1200, 3200 ISO oft verwendet werden. Und man hat bei kleineren Ausarbeitungen kaum mehr ein Rauschen. Wichtig ist natürlich auch die Größe des Sensors. Das heißt, natürlich ist ein Mittelformatsensor einem Vollformatsensor überlegen und ein Vollformatsensor ist einem Zweidrittelsensor oder Eindrittelsensor überlegen. Ja? Aber im Prinzip sind es diese drei Dinge, die wir einstellen, um die Lichtmenge regulieren. Das heißt, die Verschlusszeit, die Blendenöffnung, wie groß soll die sein und die Lichtempfindlichkeit. Ja? Was dann hinzukommt, ist natürlich, wenn wir in Innenräumen fotografieren, dann könnte auch Kunstlicht zum Einsatz kommen. Im Prinzip wäre das schon eine brennende Kerze bzw. ein Lampenschirm mit irgendeinem Leuchtmittel drinnen. Ich schwöre in dem Fall vor allem für jene, die auch Video filmen wollen mit ihren Apparaten, von den relativ neuen LED-Lampen. Was natürlich gerne von Fotografen benutzt wird, sind Systemblitzgeräte und Studioblitzgeräte. Diese sind natürlich nur für Standfotos geeignet, aber damit kann man das Licht wunderschön führen.